Welle 6 vom Booster Streckenpass ist endlich da und damit haben wir nun auch neue Strecken und neue Charakter. Und wir sehen schon direkt, unsere neuen Charakter sind Diddy Kong, Funky Kong, Pauline und Peachette. Und aus irgendeinem Grund ist bei den Mies auch ein Ausrufezeichen. Da weiß ich aber tatsächlich nicht genau, was sich verändert hat. Also ich habe meine Mies vorhin schon mal durchgeguckt und ich habe keinen großen Unterschied bemerkt, aber da ist anscheinend irgendwas neu. Wenn ihr wisst, was es ist, dann lasst es mich gerne wissen. Insgesamt haben wir 8 neue Strecken bekommen. Wir werden wahrscheinlich mit jedem von den Charaktern hier, von den neuen Charaktern, 2 Strecken fahren, damit wir alle Charakter mal in-game gesehen haben und auch jede Map mal einmal schön durchgesehen haben. Heißt, wir fangen an mit Peachette. Ich gehe mal davon aus, dass sie ähnliche Stats haben wird wie Peach. Und ich lasse die Combo einfach mal so, wie sie gerade ist. Ich finde, da kann man gut mitfahren. Unsere erste neue Strecke ist Rom Rambazamba aus Mario Kart Tour. Und es sieht sehr geil aus. Ich sehe das Kolosseum. Okay, mal schauen, wie sie es in Mario Kart 8 umgesetzt haben. Ich habe es, glaube ich, auf Tour einmal gespielt, aber Tour habe ich nicht so im Kopf. Deswegen aufpassen, was da passiert. Okay, let's go. Rom Rambazamba, ich bin ready. Die Bots sind auf schwer. Ich habe jetzt gewusst, ich habe jetzt bewusst nicht im Online-Modus gespielt, weil du da nie eine. Du hast da keine Garantie, dass du die neuen Maps bekommst. Deswegen wollte ich hier einfach am Stück alle neuen Maps mal zocken. Gucken, wie es so läuft. Ich nehme an, weil ich mit Bots spiele, dass ich immer Erster werde. Was wir allerdings machen könnten, ist eine kleine Challenge einbauen. Und zwar, dass ich am Anfang immer so 20 Sekunden warten muss oder sowas. Maybe. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Die Frage ist, ob es dann wirklich spannender wird, weil wenn du einmal eine Kugel wieder hast bei den Bots, dann ist halt vorbei. Gut, aber fertig jetzt mit Challenges. Wir achten jetzt mal auf die Map, denn wir werden diese Map hier einmal durchfahren und mal gucken, ob wir irgendwelche typisch römischen Sachen entdecken oder typische italienische Sachen. Was man direkt in der Vorschau schon gesehen hat, ist natürlich das geile und schöne Kolosseum. Das ist ein weirdes Wort, das anzufangen. Das hier vorne, der Brunnen. Ich war sogar schon mal in Rom. Das war, also Rom ist eine wunderschöne Stadt, falls ihr mal ein neues Urlaubsziel sucht und noch nie in Rom wart. Kann man wirklich nur empfehlen. Und wo zur Hölle seid ihr gerade durchgekommen? Wow, 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 wow. Bin ich so weit vorne, dass ich... Dass die mich... What? Okay. Da bin ich... Da war ich so verwirrt gerade. Okay, wir sehen einige Elemente von der römischen Altstadt. Es hört... Warum bin ich immer so verwirrt, wenn ich römisch sage? Wenn ich römisch sage, denke ich an die alte römische Zeit. Aber so, ob man es will oder nicht, auch heutzutage sind Einwohner von Rom immer noch Römer. Zwar nicht das Altmodische, was man von damals kennt, so, aber... Römer bleiben Römer. Und Blue Shells bleiben Blue Shells, ist auch wieder gut. Okay, ich dachte, die wären alle mega weit hinter mir. So weit hinter mir sind sie gar nicht. Ja, dann wird das mit den 20 Sekunden vielleicht doch noch eine Challenge. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass mit den 20 Sekunden wird auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video, weil das wollte ich schon lange mal machen. Und also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall gerne. Das würde mich sehr freuen. Und dann machen wir das demnächst mal. Das... Okay, das war eine interessante Strecke. Und ich glaube, wenn ich alles richtig gesehen habe, ist Rom... Rambazamba, keine Strecke, die immer wieder die gleiche Runde fährt. Das hat immer wieder ein bisschen Variation. Also ich glaube, wann waren wir das letzte Mal bei dieser, beim Brunnen? Das ist eine Weile her jetzt schon. Und ich meine, wenn wir uns die Minimap rechts angucken, da sehen wir, es ist ein wortwörtlich ein Rambazamba. Also da hast du wirklich keinen Überblick. Das ist verwinkelt und überall diese Straßenabsperrungen, das ändert sich jede Runde. Das ist crazy. Aber ist eine sehr coole Strecke. Der Brunnen hier vorne gefällt mir sehr gut. Das ist eine sehr, sehr coole Strecke. Wenn ich sie bewerten müsste von 0 auf, also von 1 bis 10, würde ich dem so eine solide 7,5 geben. Die nächste Strecke, DK Bergland vom GameCube. Oder, wie man es auf Englisch sagt, DK Mountain. Und das ist eine Strecke, die ist von sehr vielen Spielern sehr geliebt. Und ich finde sie rein optisch bis jetzt nicht schlecht, was man gerade gesehen hat. Ich bin aber gespannt, wie sie sich fahren lässt. Wir sind immer noch auf Peachette. Nächstes Match, oder auf der nächsten Map... Switchen wir dann auf Diddy Kong. Wir hätten vielleicht mit Diddy Kong auf der Map spielen sollen. Ja, hätte man machen können. Aber ey, ist ja nicht schlimm. So, ich habe jetzt keine Zeit gezählt, aber ich glaube, das waren ungefähr 10 Sekunden. Let's go. Wir wollen es uns ja nicht zu leicht machen hier. Auch wenn es eine neue Map ist, einfach mal sich selber auch mal ein bisschen fordern. Aber ich meine, oh Gott, 10 Sekunden waren noch längstens nicht genug. Längstens nicht genug. Boah, was? Okay, das ist mega cool mit dem Vulkan. Yo, das erinnert mich an diese eine andere Map mit dem Schnee. Ein bisschen Callback. Oh mein Gott. Stimmt, ich habe letztens ein Video gesehen, wo erklärt wurde, was genau DK Mountain für eine Map ist. Und anscheinend war das auf der Wii so eine Map, wo du richtig einfach nur die ganze Zeit gejumpt bist. Also man kann sich vorstellen, wie bei der Wario-Abfahrt. Diese Kugel, dieser kleine Kugelpistenabschnitt da. Oh Gott, was mache ich hier? Ja, Pauline, Schimmer. Junge, Junge. Und wenn man sich Gameplay von dieser Strecke auf der Wii, also auf der Wii sag ich, auf dem GameCube anschaut oder in anderen Mario Kart Games, dann ist diese Strecke eine sehr hügelige Strecke gewesen und man hatte sehr wenig Bewegungsfreiheit, sage ich mal. Also man hatte
öfter mal eine ziemlich schwierige Zeit, seinen Kart zu lenken. Vor allem mit Bikes war das, glaube ich. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber... Ach nö. Ach nö. Soll ich nochmal warten einfach? Komm, wir warten nochmal. Wir machen es nochmal ein bisschen schwer für uns. Wo seid ihr? Oh, Donkey Kong ist erster. Das ist passend auf der Map. Warum ist mein Fokus? Okay, nevermind. Jungs, ihr dürft durchfahren. Zweite Runde. Er wirft eine Banane vor mich? Ernsthaft? Okay, let's go. Bisschen aufholen wieder. Mal schauen, ob das zu lange war. Ich hoffe nicht. Die sind alle schon ein bisschen weiter vor mir. Ja, aber ich muss sagen, diesen Vulkan, ich finde den so cool. Wenn man da lang fliegt, das sieht mega nice aus. Also das ist ein großes Plus. Der Abschnitt hier ist vielleicht ein bisschen haprig, weil ihr seht schon am Boden, das ist das, was ich meinte gerade eben, ganz viele Hügel, also richtige Buckelpiste. Oh mein Gott, der Stein! Shortcuts habe ich jetzt gerade noch keine gespottet, wird es aber zu 100% geben. Also bis da, ich habe mich jetzt auch nicht im Vorfeld informiert, was für Shortcuts es geben könnte. Es gibt bestimmt irgendwelche Shortcuts, wo man einfach nur runterdroppen kann, dann ist man schneller vorne. Oh, oh, Achtung! Achtung, Achtung! Blue Shell Mushroom Dodge! Get ready! Ha! Let's go! Niemand kann mir was, wenn ich Pilze habe. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man mit einem Pilz eine Blue Shell Dodge, dann schaut euch gerne das Video, was ich oben verlinkt habe, an. Ich habe dazu mal einen Short gemacht, da erkläre ich euch ganz genau, wie ihr mit einem Pilz eine Blue Shell abwehrt. Boah, ich check jetzt, dass man von unten so einen richtigen Dschungel unten noch sieht. Ein paar andere Vulkane noch. Müsste es nicht eigentlich DK Volcano heißen? Weil das ist ganz offensichtlich ein Vulkan, wo wir gerade drauf fahren. Klar, DK Volcano. Na okay, DK Mountain ist schon coolerer. Ist schon ein coolerer Name. Ich habe einfach immer noch zwei Pilze. Wenn jetzt nochmal eine Blue Shell kommt, dann kann ich nochmal abwehren. Okay, okay, ich merke gerade, das ist mir das letzte Mal ein paar Mal schon aufgefallen, wo ich hier durchgefahren bin. Sehr hügelig. Sehr kurvig. Heißt, mit wenig Handling bist du da gebumst. Oh, 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 oh. Huh, okay. Gerade so. Ey, aber die Map ist echt nice. Also der gebe ich gerne und gut eine 8 von 10. 8 von 10. Wir wollen mal nicht zu großzügig sein, aber eine ganz solide 8 von 10. Unser nächster Charakter auf der Liste ist Diddy Kong. Mal schauen, wie seine Stats aussehen. Ich glaube, viel Beschleunigung. Oh, okay. Nicht komplett anders als Peachette, aber doch ein bisschen anders, glaube ich. Okay. So, das ist die Kombo, die ich gemacht habe. Mal schauen. Ich finde, sie passt von den Reifen sehr gut zu seiner Mütze. Und let's go in die nächste Map. Daisys Piste von der Wii ist unsere nächste Strecke. Und, edel mit den diesen Springbrunnen. Das kommt mir bekannt vor. Das hat mich gerade ein bisschen an Sonic All-Stars Racing erinnert, diese eine Passage da. Ha. Okay, Diddy Kong, dann zeig mal, was du drauf hast. Zeig uns, wie gut du auf Daisys Piste fahren kannst. Alter, das ist die größte Pflanze vor mir. Oh, nee, warte, wir warten. Wir warten 20 Sekunden, da können wir uns ungestört die Map erstmal anschauen beim Durchfahren. Aber bis jetzt, gutes Publikum. Ich glaube, ich sehe da hinten so ein paar Leute, die in 30 FPS statt 60 fahren, rumhüpfen, aber minute Detail, das kann man vergeben. Wir haben ein paar Yachten, wir haben eine schön mit Blumen dekorierte Altstadt, wie sich für Daisy gehört. Oh, das ist die erste Shortcut. Spaß, da muss man gar nicht durch. Da kann man safe durchfahren, oder? Nee, man ist langsam. Okay, dann war es ein kleiner Shortcut. Ich habe einen Goldpilz, by the way. Denke ich jetzt erst. Okay. Die Strecke, wenn wir auf der Minimap gucken, ist nicht allzu verwinkelt. Ich fahre im Kreis. Was mache ich? Oh, die 20 Sekunden. Oh, die 20 Sekunden. Okay, wir haben eine Tunnelsektion. Kann kritisch oder hektisch werden, wenn viele Leute auf einmal da sind. Leute, die sind erst rechts von mir. Ich bin ja so schnell. Warum? Sie sollten mal einen neuen Bot-Schwierigkeitsgrad rausbringen, der einfach nur ultra hart ist. Okay, das war ultra hart genug, glaube ich. Weil das hier ist so. Oh Gott. Klar, viele können jetzt sagen, Shortcuts gibt es hier schon. Ich habe zwar gerade von Shortcuts geredet. Weil ja, logischerweise wird es hier schon Shortcuts geben, weil es ja von einem anderen Game ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das Ganze in Mario Kart. Das ist safe schon einer. Das muss einer sein. Ich habe gerade einen Shortcut gefunden. Jawoll. So, weg mit euch. Erstmal weg mit euch. War das? Ich habe gerade nicht gesehen, wer auf dem Springbrunnen da abgebildet ist. Ich habe mich gerade nicht geachtet. Es müsste... War es Peach oder Luigi? Weil ich habe irgendwo eben Luigi auch noch gesehen. Wir sind schon wieder Erster. Was ist das denn? Das ist krank. Ich hätte die behalten sollen. Lol. Sieht man den Springbrunnen nochmal von irgendwo? Das hier kann man nicht befahren, glaube ich. Oh nein. Kann man mit einer Münze in den Blue Shell dodgen? Vielleicht gibt man so einen Mini-Boost. Warte mal. Schade. I tried. Ja, hatte ich Pilze? Wo kommen die Pilze her? What the fuck? Okay.
Luigi und Daisy, die tanzen. Ne, dahinter ist noch einer. Baby Luigi und Baby Daisy. Ah, okay. Ich habe mir schon gedacht, die Mütze war etwas groß für den Kopf. Okay. Das ist cool. Das ist cool, die beiden in... Dass man auf der Map beide Varianten von den Charakteren vertritt. Also vertritt, die man fahren kann, so quasi. Und optisch haben wir so eine Sonnenuntergangsoptik. Und es gibt mir so ein bisschen Vibes von damals, wo ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? 12 oder so? Wo ich auf meiner ersten Kreuzfahrt war. Weil mit den ganzen Kreuzfahrtschiffen, die Yachten hier, es gibt mir schon die Vibes ein bisschen. Aber ich finde es eine coole Strecke. Und ich würde dem Ganzen wahrscheinlich genau wie Rom Avanti eine solide 7,5. Finde ich cool. Ist eine chillige Strecke. Als nächstes haben wir die Piranha-Pflanzenbucht. Und wir sehen schon, der Vibe ändert sich. Wir hatten gerade bei Daisy einen schönen Sonnenuntergang-Vibe. Jetzt haben wir eine gute Mischung aus, aus Unterwasser und gruseliger Nachtstimmung. By the way, entschuldigt bitte, falls ich ab und zu mich räuspern muss oder etwas krank klinge, denn ich bin noch etwas angeschlagen. Ich war die letzten paar Tage sehr erkältet. Meine Stimme war ein bisschen am Arsch, mein Hals war auch am Arsch. Aber ich bin auf dem langsam, aber sicheren Weg zur Besserung. So, let's go. Okay, ich frage mich, ob man durch diese Aufwinde da... Ah, kann man, die sind da vorne, okay. Wie gesagt, für mich sind die Strecken blind. Ich habe die auf den System oder in den Games, wo die davor drin waren, nicht gespielt. Und warum ist der so langsam? Sind die Bots irgendwie dazu veranlagt, die schlechtesten Kombos zu spielen? Weil der dieses orangene Auto gehabt gerade. Das ist nicht so... keins der krassesten Autos, sagen wir mal so. Das Wasser sieht so geil aus in dem Game, ne? Es ist so krank. Okay. Testen mal, ob die dich beißen. Ja, okay. Daisy hat... Nee, wer war das? Peach? Irgendwer hat's getestet für uns. Nee, Dings. Rosa Gold Peach. Okay. Okay, die Piranha-Pflanzen können beißen. Das, notiere ich mir. Noted. Okay, wieder unter Wasser. Wie gesagt, eine gute Mischung aus Unterwassersektion und gruseliger Overworld-Nachtstimmung. Und ich finde die Unterwasserwelt ja mal so geil. Ihr müsst wissen, in Videospielen beeindrucken mich Unterwasserwelten und vor allem Schneewelten am meisten. Aber wenn eine Unterwasserwelt gut gemacht ist, dann sind das viele Pluspunkte für mich. Und ich finde das sehr geil, auch mit den Toads hier an der Seite schwimmen. Ein Tempel unter Wasser. Boah, die Strecke könnte bis jetzt von den drei, die wir von den vier, die wir gezockt haben bis jetzt, könnte mein Favorite sein bis jetzt. Auch mit den Ruinen hier, boah. Und es ist wieder eine Strecke, die sich nicht repeatet. Oh, ich liebe das. Ich liebe es, wenn eine Strecke sich nicht repeatet. Klar, ist auch mal cool, eine sich repeatende Strecke zu haben, damit du einen Shortcut, eine zweite Chance hast, so. Aber ich finde es auch cool, wenn es Strecken gibt, die nicht immer gleich sind. Das hier ist auf keinen Fall immer gleich. Oh Gott, der Trump! Fuck. Boah, ich würde gerne nochmal eine Blue Shell abbekommen. Alter, Funky Kong ist auf... What the fuck? What the fuck, Funky Kong? Alter! Die haben Funky Kong gebufft einfach. Der Bot von dem ist crazy. Oh fuck. Oh links. Oh fuck. Okay, das verwirrt mich zwar manchmal dann. Wenn plötzlich so eine rote Dings kommt und sagt, ja, du musst zur Seite. Oh, okay, geil. Ja, okay, das ist meine Lieblingsstrecke bis jetzt. Wow, wow, wow. Die ist ja mal so... Oh, da war eine Shortcut. Ich habe eine Shortcut gespottet. Ja, da ist eine Shortcut. Ganz offensichtlich. Finde ich noch eine auf die Schnelle? Ja, muss meine Augen offen halten. Wir sehen hier oben die Riesenmoränen aus den ganzen Mario-Games. Ich weiß gar nicht, Nasen? Nee. Noch irgendwas mit Moränen? Alter, lecken. Das ist eine Shortcut. Kann man da hoch? Hätte man da hochgekommen? Die beißen safe. Ja, die beißen auch. Irgendwie beißt hier alles, was dir über den Weg läuft. Oh, ich wollte gerade sagen, als ob ich keinen davon treffe. Gerade so noch den ersten Platz erhascht. Okay. Funky Kong ist... Was ist mit ihm? Er ist sogar nur Dritter geworden, weil ich ihn... Oh. Das war meine Schuld. Aber ich gebe der Strecke auf jeden Fall eine 9 von 10. Ich finde so Unterwassersachen cool. Das ist auch so Nacht mit coolem Lighting. Das ist nice. Und wir gehen auch in den Charakteren weiter. Und jetzt ist der legendäre Funky Kong dran. Oh yeah. Guck ihn an. Er ist so cool. Er ist so cool, Mann. Er ist so geil mit seinem Bandana und seiner Sonnenbrille. Und was? Der hat ein Surfbrett? Warte mal. Was? Er holt einfach sein Surfbrett raus. Wie cool ist das denn? So, ich habe mich für die Kombo entschieden. Das passt auf jeden Fall, finde ich, ganz gut zum Bandana und alles. Und die Sets sehen folgendermaßen aus. Tempo bisschen höher als Beschleunigung, aber all in all eigentlich alles relativ ausgeglichen. Mal schauen, ob es gut ist, und ich hoffe, dass das Bike nicht Inward Drifting ist. Stadtrundfahrt Madrid. Wieder eine Tourstrecke als erste Strecke vom Cup. Das ist jetzt der Blue Shell Cup. Davor hatten wir einen anderen Cup. Und, ich war noch nie in Madrid. Ich würde gerne mal nach Madrid. Vielleicht kann mir diese Strecke ja die Stadt schmackhaft machen. Aber Funky Kong auf einem Bike, so muss. Ich bin gespannt. Wir bleiben wieder ein bisschen stehen. Erstmal gucken. Wir sehen ältere Gebäude, neuere Gebäude,
und einen netten Shy Guy, der uns anfeuert. Let's fucking go. Ja, es ist Outward Drift. Nice. Okay, das ist ein gutes Bike. Funky Kong auf einem Bike ist das einzige Richtige, was man machen kann. Funky Kong in einem Kart zu benutzen, wäre eine Schande. Funky Kong muss auf einem Bike fahren. Weil ich glaube, damals auf irgendeiner Konsole war mit Funky Kong und irgendeinem bestimmten Bike war die beste Kombo im Spiel, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein... Ein Wiggler. Auf dem Marktplatz. Wie cool. Das hat mich gerade ein bisschen an Delfino Plaza erinnert. Yo. Ist das ein Bahnhof? Was ist das? LOL. Ne, eine Mall oder sowas. Ne, was ist das? Hä? Ich werde halt nichts aus Madrid kennen, wenn es irgendwie eine... Oh, das müsste man... Gibt es eine Barcelona-Strecke? Da würde ich ein bisschen was kennen, weil ich war schon mal in Barcelona. Aber in Madrid war ich noch nie und hier erkenne ich halt genau gar nichts. Aber dieses Pferd da oben kommt mir bekannt vor. Das ist es, weil was ähnliches auf dem Brandenburger Tor draufsteht. Oh Mann. Ey, aber ich finde sie optisch sehr cool. Farblich, in diese, vor allem das Gebiet mit dem weißen Haus da vorne gerade. Das war nice. Und wieder erneut eine Strecke, die sich nicht wiederholt. Ich glaube, das ist bei den Tourstrecken so üblich, oder? Der Wiggler ist auch gewacht. Oh mein Gott, nein. Müsste er nicht rot sein, wenn er aufwacht eigentlich? Ich kann mir vorstellen, das war gerade eine kurze Gedankenpause, dass viele Leute versuchen werden, mit Funky Kong und anderen Kart-Teilen die neue Meta-Kombo zu machen. Weil logischerweise jetzt neue Wave, neue Strecken, neue Charakter. Es wird sich die Meta-Kombo wieder hundertprozentig ändern. Es wird wahrscheinlich, ja, also Yoshi Teddy Buggy wird weiterhin solide bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dass die neuen Charakter auch irgendwo in der Meta vertreten sein werden. Vor allem Funky Kong. Weil das einfach so ein Community-Favorite ist. Diddy Kong eventuell auch noch. Peachette haben, glaube ich, viele sich gedacht. Okay, warum? Wir haben doch schon Peach, brauchen wir noch Peachette? Weil viele dachten, wie man zum Beispiel bei Toadette, dass dieses Ed für die weibliche Version steht. Und Peach ist ja schon weiblich. Und da nochmal ein Ed ranzuhängen, war für viele ein bisschen, okay, brauchen wir wirklich noch eine Peachette? Willst du schon eine Peach haben? Eine Baby Peach, eine rosa Gold Peach? Wir haben doch genug Peaches mittlerweile. Finde ich auch. Oh mein Gott, Fußball, natürlich. Real Madrid. Da wird Fußball auf der Strecke vertreten sein. Wie gesagt, die Strecke ist neu für mich. Ich kenne sie nicht von Tour. Ha, hat ihn getroffen. Woo, let's go. Ey, das ist eine coole Strecke. Ist eine ganz solide Strecke. Ich gebe eine 7 von 10. Also nach Madrid würde ich jetzt gerne mal gehen. Als nächstes haben wir Rosalinas Eisplanet. Ich glaube, das ist eine Galaxy Map, also eine Mario Galaxy Map vom 3DS. Also, was heißt vom 3DS? Es ist eine Map, die im Mario Galaxy-Vibe sein soll. Aber es ist eine Map, die ursprünglich vom 3DS kommt. So, Funky Kong, zeig uns, was du kannst, auch auf dieser Map. Es ist eine Wintermap anscheinend. Ich liebe Wintermaps. Ist schon mal ein großes Plus. Boah, das sieht cool aus. Mit diesem Glitzer, der so vom Himmel runterfällt. Das ist wahrscheinlich Schnee, I guess. Boah, ist cool. Okay, let's go. Oh, wie cool. Einfach so ein kleines Dorf hier. Mal schauen, was das für eine Strecke ist. Ich habe zwar Mario Kart, sie... Doch, Leute, die kenne ich! Ist es die Strecke? Nee, warte mal. Es kommt mir sauber bekannt vor gerade. Diese Strecke vor allem. Ah! Ich glaube doch. Ich glaube, es kommt mir bekannt vor. Na, doch nicht. Haben die es wiederholt? Ich habe Mario Kart 7 gespielt. Aber diese Map habe ich gerade nicht im Kopf tatsächlich. Oder meine ich die Map, die ich im Kopf habe gerade? Boah, ich bin so verwirrt. Okay, doch, ich kenne die Map doch. Eieiei. doch, die Map kenne ich. Okay. Good to be back. Good to be back auf einer Mario Kart 7 Strecke. Das ist, glaube ich, die einzige Mario Kart 7 Strecke aus... Oh mein Gott. Das geht safe shroomless. Das geht safe shroomless. Das versuche ich jetzt. Das Ding shroomless, das versuche ich jetzt. Shroomless, by the way, ohne Pilz. Okay, doch. Der Anfang hier, der kam mir sehr bekannt vor. Ja, doch, das ist genau die Strecke, die ich damals immer mit meinen Freunden auf dem 3DS gezockt habe. Ja, die gute alte Ice World von Rosalina. Okay, das ist nice. Klar, ein paar grafische und visuelle Updates. Mit diesen ganzen Häusern an der Seite, glaube ich. Oder generell einfach ein paar Sachen. Finde ich cool. Oh, warte mal, ist das eine Strecke, die sich nicht wiederholt? Nein, ich wollte doch den Shortcut testen. Nee, warte doch, die wiederholt sich. Die Strecke sagt, es ist eine wiederholende Strecke. Okay. Ich glaube aber, dass man diese Abkürzung, die ich gerade gesehen habe, mit einem Pilz sehr gut machen könnte. Deswegen... Gehen wir die andere Richtung. Davor waren wir gerade eben links. Das heißt jetzt rechts. Okay, da vorne ist es wieder. Wie fahre ich das an am besten? Ah, ich müsste da einen Mini-Turbo zünden eigentlich, glaube ich. Das wäre das Beste. Ich weiß nicht, ob das auch schon... Nee, das ist hundertprozentig langsamer. Aber naja.
Irgendwann finden wir es noch raus. Es wird im Online-Modus genügend Leute geben, die diese Shortcut nehmen mit einem Pilz oder auch ohne Pilz. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Shroomless gehen sollte. Safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Funky. Ey, es macht Spaß, mit Funky zu fahren. Einfach nur mit einem Bike. Und ich glaube, ich sollte generell mal mehr Bikes fahren in Mario Kart. Ich spiele viel zu wenig Bikes. Und es gibt so viele coole Bikes. Ich mag einfach dieses Inward-Driften nicht so. Ich komme da auch nicht so klar. Ihr sollt jetzt aufpassen hier. Oh mein Gott. Nein. Hoi. So, warte nochmal. Ein letzter Versuch. Oh, es geht. Ja, aber besser landen. Okay. Neue Shortcut gefunden. Neu wird sie nicht sein, aber eine Shortcut gefunden. Ey, ich finde die Strecke cool. 9 von 10, genau wie das Unterwasser-Ding. Ich habe gesagt, Schnee und Unterwasser finde ich einfach geil. Und der letzte neue Charakter ist Pauline. Ich glaube, das ist die aus Odyssey. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Schauen wir uns mal die Stats an. Okay, wieder ausgeglichen. Ich werde mal was Passendes zusammenstellen, was auch zu ihrem Outfit ein bisschen passt. Lol, ich habe gerade gemerkt, sie wechselt ihr Outfit. Auf so einem Bike hat sie sowas an, aber in einem normalen Auto hat sie ein Kleid an. Lol, das wusste ich gar nicht. Cooles Detail. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombo. Ein schöner roter Mercedes und ein schön rotes Kleid passt perfekt zu ihr. Und rote Reifen natürlich. Bowsers Festung 3 vom SNES. Okay. Drei Wege. Boah, das sieht heavy aus mit der Lava. Das sieht aus wie dieses eine Mario Odyssey-Level, wo auch so Lavafälle waren. Ja, okay. Mal schauen, Pauline. Ich werde dich wahrscheinlich ein paar Mal Rosalina nennen, weil eure Namen sehr ähnlich sind, aber... Pauline, was geht? Lol, man kann mit rechts fahren? Lol, okay, das ist Quark. Das wusste ich nicht. Okay, let's go. Wir sehen den Hitzeeffekt, also wenn das Ganze ein bisschen verschwimmt. Das ist ein gutes Detail. Darauf kann man nicht immer setzen, also man kann nicht immer... davon ausgehen, dass ein Game das was hat. Und eine Banane. Oh Gott. Können wir mal darüber reden, wie die Musik einfach reinslappt gerade? Holy shit. Das ist ein geiler Track. Yo. Na gut, wir hören die Musik gerade nicht. Jetzt ist ein bisschen blöd mit dem Stern. Yo, man kann da oben drüber? Okay. Bei der zweiten Runde muss ich auf jeden Fall mal andere Wege einschlagen. Okay, die Map gefällt mir richtig. Holy shit. Die Map gefällt mir richtig gut. Ja, was? Ich hätte nie gedacht, dass ich mir eine Lavastrecke so... Ah, okay. Geil. Weil normalerweise bin ich so ein Schnee- und Wasser-Dude. Aber diese Strecke gerade, das ist geil. Das ist so geil. Die Musik ist so am reinslappen. Wow, wow, wow. Holy shit. Ich glaube, ab jetzt sind meine Lieblingsstrecken in Mario Kart immer so Lava, Wasser, Schnee und halt Rainbow Roads. Rainbow Roads immer geil. Nein, ich wollte oben durch. Ah! Fuck. Doch, Digga, noch eine. Und noch ein hinterher. Ja, komm, gib her. Hit me. Ah. Unter mir auch Lava. Die ganzen Ketten hier von der anderen Bowser-Festung, die wir schon im Game haben. Knochenpiranha-Pflanzen. Okay. Ganz viele Details. Ich finde, das ist eine richtig coole Strecke. Das ist eine richtig coole und solide Strecke. Die macht richtig Spaß. Es ist eine Strecke, die sich wiederholt. Wie gesagt... ist cool. Ich bin einer, der auch Strecken mag, die sich nicht wiederholen. Aber ich meine auch, das Oldschool Mario Kart, wo sich Strecken wiederholen, sag ich nicht nein zu. Also das ist eine saugeile Strecke. Damit habt ihr mich. Damit haben sie mich. So, jetzt versuchen oben lang zu gehen. Nicht, dass ich hier wieder verkacke. Nee! Ah, fuck. Ja, Blue Shell, komm her. Hehehe. Versuch's doch. Ah, bumm. Haha. Ah, die Bots kennen mir gar nichts. Das klingt dumm, das zu sagen, aber können sie halt wirklich nicht. Ey, das ist eine coole Strecke. Da gebe ich wieder... ja doch, eine 9 von 10. Ist schon eine 9 von 10. Ist cool. Ist schon cool. Ist schon sehr cool. Und unsere letzte Map für heute für die Wave 6 ist Regenbogen Boulevard vom Wii. Die Rainbow Road von der Wii. Geil. Rainbow Roads finde ich immer geil. Immer fucking geil. Ich liebe Rainbow Roads. So nice. Okay. Pauline, ich wollte gerade fast Rosalina sagen. Pauline, let's go. Dir gebührt die Ehre, die letzte Strecke für heute zu befahren. Und let's go. Let's fucking go. Oh, ich liebe die Rainbow Road Musik. Generell, was, egal welche Rainbow Road, ich liebe die Musik. Oh, ja, okay. Yo, warum muss der Soundtrack so reinscheppern? Okay. Ja, das ist eine saugeile Strecke. Ich liebe es jetzt schon. Boah, wie geil der Boden aussieht. Alter, ich liebe Rainbow Roads einfach. Immer wenn ich im Online-Modus eine Rainbow Road sehe, ich will direkt immer Rainbow Roads. Es ist sowieso egal, was für andere Maps da sind. Ich will einfach Rainbow Road.
Die Optik gefällt mir einfach so krank gut. Oh, nee, zu weit. Oh Gott. Mach nicht, mach nicht. Ja, was? Okay, das ist so... What? Alter, ist das cool. Ja, ich glaube, wir haben unsere 10 von 10 für... Ei! LOL, was, ein Shortcut? LOL, das war nicht mal gewollt. Ich glaube, legit, das war ein Shortcut, ein kleiner. Oder so ein kleiner, einfach so der perfekte Pfad, den man fahren sollte. Ah, okay, wir haben eine Rainbow Road. Nee. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Rainbow Road, die nicht dieselbe Strecke immer wieder fährt, aber die ist ja voll lang, die Rainbow Road. Never mind. Das ist eine geile... Oh, Achtung! Pilz-Dodge, Pilz-Dodge. Nein, zu früh, shit. Oh Gott, ist ja auch noch beklaut hier. Komm, kein Pilz. Oh mein Gott, ich liebe es. Ah, Red Shells. Oh, nein, nein. Ui. Wohin? Wow, wow, wow. Ach so. Das ist safe ein Shortcut in 200 CC. Hier rüber kann man safe mit einem Shortcut. Link, mach nicht zu viel. Nicht zu viel, mein Freund. Es gibt hier nur einen Gewinner. Und zwar mich. Boah, das ist so cool mit diesem Tunnel. Geil. Ja, ich kann es jetzt schon sagen. Ich glaube, das wird für heute die 10 von 10. Ist das schneller? Ist das schneller mit diesem Dodgen da, mit diesem Driften da close? Ich versuche es gleich nochmal mit Absicht. Wirklich close dahin zu fahren und zu gucken, ob es wirklich schneller ist. Oh Gott. So, letzte Runde. Wer wagt es, mich noch einzuholen? Link, du siehst mir aus wie so einer. Boah, das, die Karre klingt aber fett. Ich habe das Auto, glaube ich, noch nie gespielt, diesen GLA. Ich weiß nicht, warum nicht. Das ist doch der, der sich an die Charakterfarbe anpasst, oder? Das wäre eigentlich cool, mal so einen grünen... Oh, nee. So einen grünen GLA zu fahren oder sowas. In Mario Kart. Oh, Mann. Was ist das? Ein Kugel-Willi? Was? Wo kommt der her? Das ist ja was, fast wie Online-Mode hier mit Bagging und alles. Holy shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo Erde, hallo Welt. Oh nein, 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 nein. Ich muss Erster werden. Nicht auf der Strecke losen. Schnell. Oh, ich hab verkackt. Ich habe so unglaublich verkackt. Nee, warte. Oh. So, jetzt hier auf Kampf links. Das ist so schneller. Hundertprozentig. Hundertprozentig schneller. Da habe ich direkt schon mal die beste Strecke gefunden. Nice. So, jetzt Focus. Nicht, dass Link noch aufholt. Oder Toadette oder wer immer da noch ist. Nein. Ja, okay, easy. Let's go. Das ist absolut 10 von 10, die Map. Die Strecke ist so nice. Ich liebe Rainbow Roads. So, das waren jetzt alle neuen Strecken und Charakter aus Welle 6. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt auch sofort losfahren geht, was ihr Mario Kart spielt. Denn die Strecken sind wirklich sehr nice. Also es gab jetzt nicht wirklich eine Strecke, wo ich gesagt habe, nee, die ist Arsch. Das Mindeste war immer 7 von 10. Also es sind wirklich sehr gute Strecken. Die Charakter sind auch sehr nice, machen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal für mehr Videos. Und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.